In den frühen Morgenstunden erreicht die Türkei und Syrien ein starkes Erdbeben und ein Rapper ist davon direkt betroffen. Während die meisten noch am Schlafen waren, bebt plötzlich die Erde. Später wird klar, eine Naturkatastrophe kostet mindestens 1000 Menschen in Syrien und der Türkei das Leben. Noch immer wird nach den Vermissten gesucht und die Zahl der Opfer steigt weiter. Das Erdbeben mit der Stärke 7,8 konnte man bis nach Palästina und dem Libanon spüren. Viele Rapper beten für die Familien der Opfer und posten auf Instagram mehrere Fotos und Statements. Besonders Mois ist davon direkt betroffen, denn ein Teil seiner Familie lebt momentan in der Türkei. Als er in den Nachrichten davon erfährt, ist er sehr mitgenommen und veröffentlicht aus dem Grund direkt ein Statement. Auch Rapper Khatar versucht direkt zu helfen und fragt, ob es seriöse Organisationen gibt, die Spenden sammeln. Mein Beileid und viel Kraft an alle, die betroffen sind. Leute, ich habe gesehen, was in Türkei passiert ist und so. Und hat dich mein Herz mitgenommen. Ich sage euch, wie es ist. Meine Familie lebt ja auch in Türkei. Ich habe mir dich Sorgen gemacht. Mein ganzes Beileid, meine Seele und meine Gefühle sind auf jeden Fall bei allen Opfern und bei Angehörigen der Familie. Es ist echt eine sehr komische Zeit, Alter. Ich bin so aufgewacht, habe das gesehen. Das, Bro, ist echt. Allah irhamo und alle, die von uns gegangen sind. Ist echt sehr, sehr hart, Alter. Man findet nicht mal Worte. Schätzt einfach jede Sekunde, die ihr habt, auf genauso, wie es gemeint ist.